Einen wunderschönen guten Abend zum ersten, wir nennen es einfach mal Pseudo-Podcast mit Basti, Zarkos und Turox. Sagt mal Hallo oder so. Hallo. Hallo, guten Abend. Ja, was ist unser Thema? BlizzCon 2013. Richtig? Richtig. Ja. Jetzt ist die Frage, sagen wir fangen hiermit an oder werfen wir alles durcheinander? Und sagen ja, einfach, wir fangen an. Wir fangen jetzt einfach mal mit genau, StarCraft 2 an. Wir fangen jetzt mit StarCraft 2 an. StarCraft 2 waren die WCS, die World Championship Series. Da darf jetzt der Turox erstmal anfangen, der hat sich alles angeguckt. Zarkos und ich waren da eher, also ich war auch abwesend, interessiert, aber ich habe mir leider nur das Final angeguckt, deswegen darf der Turox mal anfangen. Genau, und zwar wurden auf der BlizzCon die Global Finals ausgetragen, und zwar war das, man könnte sozusagen das Jahreshighlight nennen, weil die ganzen WCS-Seasons, Season 1, 2 und 3, die davor ja sozusagen ausgetragen wurden, haben alle auf diesen Moment zugearbeitet. Die ganzen WCS-Points, die gesammelt wurden, waren alle nur für die BlizzCon, wer auf die BlizzCon kam. Und daher hatten wir natürlich hier auch auf der BlizzCon die besten Spieler der Welt. Also das war echt ein Hammer-Lineup, was wir da hatten. Wer war so dabei? Also es war ja, soviel ich weiß, Korea, Nordamerika und Europa vertreten. Genau, und zwar waren die Besten aus Korea, Nordamerika und Europa. Also es wurde nicht gesagt, dass jetzt einer aus Europa, einer aus Korea oder so hingeschickt wurde, sondern einfach von den ganzen Seasons. Also es gab ja immer am Ende des Jahres, am Ende der Season gab es ja immer so dieses Final, Europa-Final, Korea-Final und Nordamerika-Final. Und da hat man halt natürlich auch mächtig Punkte gekriegt und die meisten Gewinner davon waren auch hier vertreten. Was aber dazu jetzt geführt hat, dass im Prinzip nur Koreaner angetreten sind, bis auf Nani war, der einzige Foreigner, also der einzige Nicht-Koreaner. Genau. Der aber leider auch in der ersten Runde dann direkt rausgeflogen ist gegen einen Favoriten. Ja, das ist wohl wahr. Das habe ich im Grid habe ich es gesehen. Selber konnte ich das Match nicht gucken. Sehr schade eigentlich. Ja, gab es sonst irgendwelche Highlights-Matches für dich? Für mich persönlich? Ja. Also auf jeden Fall fand ich, war natürlich Nanibar gegen Solki, also der Nicht-Koreaner gegen den Turnier-Champion sozusagen, also wo jeder gesagt hat, der macht das auf jeden Fall. War natürlich ein super Match zu gucken. Leider hat Nanibar natürlich glänzlich versagt, also das war weniger als ein Spiel, als eine Hinrichtung, würde man sagen. Ja. Das war auf jeden Fall ein Highlight für mich. Und natürlich das Finale, SOS gegen Jadon. Da kommen wir gleich noch zu. Grandiose Spiele. Ja, das habe ich auch gesehen. Mhm. Das war wirklich phänomenal. Das wurde ja live am Samstagnacht bis 2.30 Uhr ging es, also in den Sonntag rein, durchgetragen. Grandioses Protoss gegen Zerg-Spiel, einfach nur. Jadon. Auf jeden Fall. Lange Zeit eigentlich klarer Favorit. Zumindest alles, was die Vorberichterstattung anging, war ja, eigentlich haben alle gesagt, ja, Jadon macht das problemlos, er hat da gar keine Hemmungen, den fertig zu machen, und dann ging's los, ey. Dann wurde er einfach getrollt, die ersten zwei Matches. Ja, so, auf jeden Fall, das war effektiv. Schon. Aber wer rechnet denn damit, dass im Final von so einem so großen Turnier der Gegner Protoss direkt in den ersten zwei Runden mit einem Cannon Rush anfängt? Also eigentlich hätte Jadon damit... Stimmt, darüber habe ich sogar was gehört. Ja, eigentlich hätte Jadon damit rechnen müssen, weil SOS ist einer der koreanischen Spieler, die sehr viel Cheese spielt, also unorthodoxe Strategien, also eher sowas wie Proxy Gates, Cannon Rush und sowas, spielt er gerne. Aber das wirklich Herausragende an seinem Spielstil könnte man wirklich sagen, normalerweise, wenn der Zerg seinen Spawning Pool als erstes baut, macht man keinen Cannon Rush, weil dann hat der Zerg seine Einheiten raus, um das zu verteidigen. Normalerweise, das funktioniert einfach nicht. Das geht einfach nicht. Besonders wenn man jetzt gegen Jadon spielt. Ich meine, der war schon Pro-Gamer, da habe ich noch in den Windeln geschissen. Ich meine, der kommt aus Brood War, der hat schon so viele Spiele gemacht. Der muss das eigentlich sehen und sagen, oho, das Spiel habe ich jetzt gewonnen, sobald die erste Cannon da steht. Ja, eigentlich schon. Ja, es ist einfach so. Das ist einfach sowas, das muss man eigentlich halten können. Aber SOS hat das so gut ausgeführt, dass Jadon keine Chance hatte, das abzuwehren. Richtig. Und Jadon, man muss jetzt sagen, er ist jetzt nicht direkt daran gestorben. Er hat das Spiel noch weiter in die Länge gezogen. Aber das erste auf jeden Fall. Das erste hätte er sogar noch gewinnen können. Das war ja sehr knapp. Das war letztendlich, kam das,
Er hätte den Base Race durchgezogen und hätte er eigentlich gewinnen können, meiner Meinung nach. Ich bin mir, also, das war echt, echt haarig, die Situation, als es zum Base Race kam. Zum fast Base Race, sagen wir es mal so. Ja, stimmt. Also, Jadon hätte natürlich, also für Jadon war das eine sehr blöde Situation. Ich weiß nicht, wer von den Zuschauern das Spiel alles gesehen hatte. Ich glaube, das war die Situation, wo SOS einfach gesagt hat, fuck that shit, ich greife jetzt mal an. Richtig, genau. Und Jadon war in der Zeit genau in der Mitte von der Map und musste sich dann entscheiden, okay, greife ich jetzt SOS an und gehe auf den Base Trade oder versuche ich zu verteidigen in einem Kampf, den ich höchstwahrscheinlich nicht gewinnen kann, weil die Protoss-Army in diesem Moment durch dieses Harassment am Anfang durch den Cannon Rush so viel stärker ist. Richtig, genau. Das war genau die Situation. Aber nur, seit Heart of the Swarm hat der Protoss ja den Mothership Core, mit dem er sich einfach in seine Basis jederzeit zurückteleportieren konnte. Und den hatte er auch dabei. Das machte die Situation nämlich noch so viel schwieriger. Das heißt nämlich, selbst wenn Jadon auf den Base Trade gegangen wäre, hätte SOS einfach die Basis vom Zerg zerstören können, weil seine Armee halt einfach viel mehr Schaden macht und die Gebäude viel schneller vernichten kann, und sich dann in seine Mainbase zurückteleportiert, sodass der Zerg nicht hätte gewinnen können an dem Turn. Deswegen hat man auch diese... Ja, das war schon ein bisschen haarig, also da... Ja, und das hat obwohl... Jadon eigentlich durch den Cannon Rush verloren, könnte richtig. Man sagen. Und das obwohl Jadon die dritte Base, oder beziehungsweise die vierte Base von SOS so lange, lange im Keim erstickt hat. Und der lange, lange wirklich, ja, nicht unbedingt das Optimal-Income hatte in der Zeit. Genau. Da lief das im zweiten Match, lief das dann deutlich souveräner, fand ich. Auch von SOS. Genau. Das war ja noch eindeutiger. Das ja, hat das zwar war ja Jadon eine noch... Strategie. Richtig, das hat Jadon ja nur unnötig in die Länge gezogen, obwohl schon relativ früh klar war, dass das verloren war, das Match. Ja. Da haben wir auch, ich war dabei ja auch noch mit ein paar mehr Leuten am Gucken, und da hatten wir dann auch die Theorie aufgestellt, dass Jadon, der einfach so erfahren ist und schon so viele Spiele auf so einer großen Bühne, der gespielt hat, für den ist das ja sowas Alltägliches, könnte man schon fast sagen, auf so einer Bühne zu spielen. Ich meine, der hat ja auch zu Brood War-Zeiten auf viel größeren Bühnen schon gespielt. Richtig. Und dass er einfach sich gesagt hätte, okay, ich versuche jetzt einfach, ich bin gewohnt, auf so einer Bühne zu spielen und wirklich viele Spiele und lang zu spielen. Ja. SOS, okay, ist ein super Spieler, der hat GSL, hat er auch schon, ich glaube sogar, der war letztes Mal in den Finals. Also er hat auf jeden Fall schon auf solchen Bühnen gespielt, aber nicht so lang, und vielleicht kann ich den da durch solche langen Spiele vielleicht dazu bringen, dass er nach dem dritten, vierten Game keine Konzentration mehr hat, dass er einfach ausgelockt ist, weil er schon so viel gespielt hat. Ja, das hätte man fast im dritten Match sogar fast denken können, dann. Er hat zwar wieder, also das ist wirklich das, was ich an SOS so bewundere, gerade ich spiele ja selber ein bisschen Protoss, nicht unbedingt optimal und gut, aber das ist eine andere Geschichte. Ich schaff's immer in die Silberliga, ich bin stolz auf mich. Unabhängig davon ist er ja selber auch Protoss und spielt halt wirklich Taktiken, da denkst du dir auch, ja, das ist nicht üblich. Oder das macht halt nicht jeder Protoss-Spieler. Ja. Das ist halt immer wieder was Neues. Das hat er im dritten Match ja wieder gezeigt, als er dann mit seiner Cross-Dritten ankam. Genau, ja, mit der Hidden Dritten. Ja, die Hidden Dritte, die war echt schon sehr, 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 sehr merkwürdig. Und die ist einfach souverän durchgelaufen. Fast bis zum Ende durch. Und er, beziehungsweise bis zum Ende durch. Am Ende wusste er ja nicht mehr. Denkt man auch nicht dran, wenn man dagegen spielt. Richtig. Also eigentlich müsste man daran denken, wenn man jetzt ein Jadon ist. Aber normalerweise ist das als Protoss auf jeden Fall nicht üblich. Weil gerade als Protoss ist so eine Investment von einer neuen Expansion ist für den Protoss viel mehr als für einen Zerg. Also in ZVZ zum Beispiel sieht man das. Da schmeißt du halt einfach mal eine Hatchery. Das kostet dich ja im Prinzip nichts. Richtig. Oder als Terraner, da fliegst du halt eine mal irgendwie da oben in die Ecke hin. Wenn der die findet, okay, kannst liften und wegfliegen. Aber als Protoss, wenn der die findet, dann hast du das Spiel im Prinzip verloren. Richtig. Also es ist ein großes Glücksspiel gewesen von SOS. Aber es hat sich ja im Endeffekt auch ausgezahlt. Weil Jadon dachte die ganze Zeit, okay, er hat jetzt keine Dritte. Ich deny jetzt seine Dritte und ich habe selber drei Basen und nehme gerade meine vierte. Ich bin jetzt meilenweit vorne, hat er sich gedacht. Hat er lange gedacht? Ich gehe jetzt mal von aus. Ja, denke ich auch. Dabei hatte SOS und SOS sitzt da. Ich habe schon lange drei Basen. Ja. Baut sich seine Armee des Todes auf, weil ein Protoss braucht nun mal nur drei Basen, um sich einmal so eine ich geb dir ins Gesicht Armee zu bauen. Richtig, eigentlich schon. Aber es hat und ja dann, nicht ganz gereicht. Ja, es hat dann nicht mehr gereicht. Das war dann doch ein bisschen zu viel Gestresse von Jadon auf die Dauer. Ja. Und das hat er gut gemacht. Da hat er wieder gezeigt, was er kann. Und ich habe auch eigentlich fest damit gerechnet, dass das dann doch noch ein längeres Best of Seven wird. Aber
das vierte Match, ja, ne? Ja. Was soll man sagen? Das war dann wieder... SOS-gepult. SOS-gepult, genau. Das war wieder sehr souverän, sehr klar definiert durchgezogen und ging dann auch recht schnell zu Ende, das letzte vierte Match. Da war ich dann doch ein wenig sehr überrascht, als das dann doch, ich glaube fast sogar, wann war es zu Ende? Ich weiß gar nicht, auf jeden Fall. Lass mich lügen, das war doch das, wo der den Immortal Zealot All-In gemacht hat, oder? Ja. Mit dem Mothership Core, wo der dann richtig. Die Rauschus da so geslockt. Ja, genau. Ja, okay, das war ein Bild, den habe ich selber schon gespielt. Also ich spiele auch ab und zu ein bisschen Protoss. Zwar nur irgendwie Diamantliga oder Law Master so ungefähr. Nur aber Diamant. Ja, nicht so gut wie mein Terraner, sag ich mal. Aber den Bild kannte ich selber schon, den habe ich selber schon gespielt und der ist halt einfach dieses, wenn du damit gewinnst, dann sieht das aus, als wärst du meilenweit stärker als dein Gegner. Wenn du damit verlierst, dann sieht das aus, okay, da hat gerade ein Silberliga gegen einen Grandmaster gespielt. Weil es einfach so ist, wenn du einmal diesen Time Warp richtig setzt und deine Zealots an die Roaches rankommen, dann ist vorbei. Dann hast du das Spiel instant gewonnen, weil Roaches, die nicht kiten können, die sterben halt einfach gegen Roaches, gegen Immortal und Zealots. Ja, ja, klar. Und dann sieht das halt so aus, als wenn SOS halt meilenweit stärker war. Aber das war halt nun mal ein All-In, der funktioniert oder funktioniert nicht. Er hatte richtig, keine dritte Basis dahinter, keine Upgrades. Ja, in diesem Fall hat er funktioniert. Und er hat es auch wirklich. Ich will jetzt nichts von SOS wegnehmen. Er ist ein brillanter Spieler, er hat es super ausgeführt. Aber es war halt nun mal ein All-In und dann sieht es halt so aus, als wäre halt so viel besser. Obwohl ich finde, dass Jadon richtig reagiert hat. Er hat es relativ früh gesehen, er hat viele Roaches gebaut, aber er hat halt den Time Warp hat er nicht gedodged. Also er hat seine Roaches alle auf dem Klumpen gehabt an einen Time Warp und dann ist das halt vorbei nun. Ja, richtig. Das war schon sehr, sehr. Auf jeden Fall ein halt sehr, sehr geiles Final. Ist halt gepokert und verloren. Ja, entweder gepokert und verloren oder man gewinnt halt. Ne? Das ist halt immer so eine Sache. Ja, eben, ja. In diesem Fall hat der SOS es wirklich gut und richtig durchgezogen, hat gewonnen, hat zu Recht gewonnen, meiner Meinung nach. Ich hätte es natürlich auch Jadon gegönnt. Am meisten hätte ich es natürlich Naniwa gegönnt, sowieso, ist ja klar. Ja. Ne? Als Foreigner ist das halt normal. Aber gut, was will man machen? Wenn man dann nur wenn man nur Koris da stehen hat, dann denkst du auch, ja. Fuck the world, ey. Das ist ja halt leider das Problem. Auf seinem Flug liegen. Ja, das der ewige Zweite. Lass mich lügen, sein sechster, zweiter Platz dieses Jahr. Der ewige Zweite. Sehr, 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 sehr bitter für Jadon. Aber ich denke, auch er kriegt noch seine Möglichkeiten, dass er mal auf die Eins Fall. Belegt und mal sich ein großes Trophäechen mit nach Hause nimmt. Mhm. Und der Pokal sah ja mächtig aus. Ja, das war ein super Pokal. Aber was auch noch anzumerken ist, die letzten beiden Turniere wurden jetzt beide von einem Protoss wirklich, wie soll man das sagen, einfach dominant gewonnen. Also momentan könnte man wohl sagen, dass die von den Pro-Spielern die Protoss gerade die besten sind. Ja, ich sag jetzt nichts über die Rassen, ne? Aber was soll man dazu sagen? Von den Pro-Spielern Protoss kann man nur sagen, die Protoss, die haben es momentan raus. Also ich meine, dass Innovation gegen DuckDuck verliert zum Beispiel, das hat niemand gedacht. Das Spiel wurde noch nicht mal auf der Mainstage ausgetragen, weil man gesagt hat, okay, wir wollen jetzt nicht allen zeigen, wie Innovation jetzt irgendwie in Anführungsstrichen so einen schlechteren Spieler vermöbelt. Und DuckDuck hat einfach gewonnen und alle dachten sich, okay, was ist jetzt los? Ja, wie gesagt, was soll man dazu groß sagen, außer Protoss OP halt. Wobei jetzt haben wir alle Protoss-Spieler, stimmt gar nicht, Zerg OP und alle, ne? Ich sag nur, keine macht den Raupen, so. Ja. Was soll man dazu groß sagen? Ich hab's genossen, das Finale vor allem, wie gesagt, viel mehr habe ich leider ja nicht verfolgen können. War großartig. Das war ein bombastisches Finale. Vom Rest der Matches habe ich auch nur Gutes gehört. Ja, und ich denke, damit können wir unseren StarCraft-Part soweit abschließen. Oder gibt es noch irgendwas Genaueres zu sagen von euch? Also ich hätte jetzt vielleicht noch anzumerken, was auch noch so eine kleine Überraschung war. Einer der SD2-Caster, nämlich Artosis, hat das Hearthstone-Turnier gewonnen. Artosis hat das Hearthstone-Turnier gewonnen. Okay, ja, der hat das Hearthstone-Turnier. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, das dachte ich mir, weil das wurde nämlich auf dem Stream vom StarCraft BlizzCon-Stream wurde das mega gefeiert, dass plötzlich, da stand dann halt unten in dieser Liste, gleich geht's weiter, dann stand da so Tournament will go on when Artosis wins the final. Und dann hat er das halt wirklich gewonnen und alle waren übelst am Abfallen, das ganze Publikum. Ja, das ist natürlich das war super. Richtig geil.
Ja. Gut, aber zu Hearthstone kommen wir ja eh noch. Richtig, ja. Genau. Wobei wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viel wir da von den von den Turnieren sagen können. Ja, da haben wir ja noch genug anderen Stoff angesehen. Eben, da gibt es genügend anderes zu erzählen. Und ansonsten würde ich sagen, die weiteren Teile werden dann ohne Turok stattfinden. Das liegt aber daran, dass er A, selber dazu nicht ganz so viel sagen kann, und B, er im Optimalfall heute noch die ESET Masters mitspielt. Genau. Und den ganzen Pros mal zeigt, wie man richtig verliert. Ne? Ja, mein paar Pros, mein paar Prüge. Genau. Zeig mal dem Honor, wie man richtig einen Honor pullt. Genau. Ja, gut, dann sag ich erstmal von meiner Seite aus, war's das mit diesem Teil. Von den anderen auch. Also tschüss, bis zum nächsten Part. Genau. Ciao, ciao. Ciao, ciao.